Nein, Spaß. Brühl ist alles andere als gruselig. Brühl ist schön und es lohnt sich mal, dort vorbeizuschauen. So, ich habe mir vor längerer Zeit einen Roller gekauft. Das ist schon ein paar Monate her. Und jetzt will ich den endlich mal vorstellen. Und ratet mal, es ist eine TPH. Ich bin offen für alle Roller, aber ja, die TPH war halt gerade im Angebot, günstig. Und deswegen habe ich mir die geholt, weil, wie gesagt, ich brauche immer was zum Schrauben. Und das ist dann quasi mein neues Projekt für den Frühling. Ja, auf den ersten Blick sieht das Teil super aus. Aber wenn man genauer hinguckt, ist da meistens immer irgendwas faul. So wie man sehen kann, sind da zwei Spiegel dran, das ist immer positiv. Aber auch wenn nur einer da ist, ist auch gut, dann kann man auch fahren, aber wenn zwei dran sind, sieht es halt schöner aus. Man kann sofort sehen, dass das Teil lackiert wurde, nicht professionell, aber sieht noch okay aus. Und dann direkt auf den ersten Blick der alte Scheinwerfer. Die Reifen sind alt, aber auch okay. Die Gabel federt nicht, das Beinschild ist ein bisschen durch. Das kann man vielleicht noch mit Kunststoffpflegereiniger oder sowas in der Art nochmal ein bisschen pimpen. Bei der Probefahrt ist mir direkt aufgefallen, dass die Tachoeinheit defekt ist. Außerdem sind da noch Löcher am Cockpit, also an der Verkleidung. Sieht immer unschön aus und ich frage mich auch, warum man gerade da Löcher reinmacht. Wozu? Dann der gute alte Silent Pro Auspuff. Der ist am Krümmer ein bisschen verrostet, also ein bisschen Flugrost, aber deshalb so wild, den kann man locker noch ein paar Jährchen fahren. Dann der Bremshebel für die Hinterradbremse, die funktioniert zwar, aber die geht nicht von alleine zurück und das ist während der Fahrt nervig einfach nur. So schlimm ist es nicht, aber es ist halt nervig. Ja, dann ist die Sitzbank noch ein bisschen löchrig, ne, ist auch nicht so schlimm, aber sieht dann halt auch nicht so schön aus. Aber hier haben wir den guten neuen Hyper 2 Motorblock. Ob jetzt ein alter Motorblock, der alte oder der neue Hyper 2, für mich persönlich ist da überhaupt gar kein Unterschied. Der Kickstarter geht, den kann man benutzen und der funktioniert auch, aber der ist irgendwie so locker. Da muss man auch mal gucken, woran das liegt und reparieren. Der Vario-Deckel ist, wie man hier sehen kann, sehr unschön lackiert worden. Da ist auch noch ein bisschen Lack auf dem Reifen. Der ganze Motorblock wurde irgendwie lackiert. Ja, da frage ich mich, warum, wozu? Die Verkleidung ist teilweise defekt, da fehlen bestimmt überall ein paar Halterungen, ne, das kenne ich ja zu gut. Und außerdem habe ich das Gefühl, dass die Lenkkopflager durch sind, weil während der Fahrt hat das irgendwie so komisch gewackelt. Ich hatte das Gefühl, dass die Kugeln der Lager teilweise gar nicht mehr vorhanden sind und dass das Spiel ist. Ne, das ist ganz komisch und das ist auch gefährlich. Ansonsten ist der Roller in Ordnung, die Elektrik funktioniert, der E-Starter geht. Der Roller springt an und fährt. Allerdings ist der Roller überhaupt nicht vernünftig abgestimmt. Wenn man Gas gibt, Vollgas am Anfang, dann hat man null Anzug. Man kommt wie eine Schnecke vom Platz. Und das dauert ungefähr so, bis man auf 30 km/h kommt, 30, 40 km/h. Dann fängt er erst an, ein bisschen anzuziehen. Und das heißt für mich, dass der Anzug einfach kacke ist, verschuldet durch die Vario-Rollen. Die sind, denke ich, zu schwer und vermutlich wird da an der Kupplung was gemacht. Die Kupplungsfedern sind wahrscheinlich auch noch zu hart. Gehe ich mal von aus. Ja, aber was soll ich sagen? Für 130 Euro ist das ein guter Roller. Die Mängel kann man alle eigentlich problemlos beheben. Also am Motor zum Beispiel muss ich nichts machen, nur ein bisschen abstimmen. Der Motor scheint auch dicht zu sein. Arbeit ist es schon. Ich schätze mal, ich muss da bestimmt, sagen wir mal insgesamt 10, 15 Stunden muss ich da bestimmt reinstecken, damit alles perfekt ist. Mit Sicherheit. Also als erstes werde ich den Motor richtig abstimmen, dass der vernünftig fährt und einen guten Anzug hat. Ich mache das meistens alles original. Ich tue da alle originale Sachen rein, also original Kupplungsfedern, original Gewichte und so weiter. Da muss man nicht so großartig abstimmen. Das kostet so viel Zeit, dieses Abstimmen. Man hat die Werte von den Originalteilen. Ich glaube, bei der TPH sind es 8,5 Gramm Gewichte. Und die Kupplungsfedern holt man sich einfach beim Piaggio-Händler original. Und dann setzt man die ein und dann fährt der einfach. Und das ganz gut. Als nächstes werde ich dann natürlich die Lenkkopflager erneuern, weil das ist wichtig. Eventuell eine neue gebrauchte Gabel kaufen. Wenn ich irgendeine für 10, 20 Euro bei eBay vielleicht finde, die vernünftig federt. Dann natürlich die Tachoeinheit und die löchrige Cockpit-Verkleidung. Da habe ich im Keller noch was. Das werde ich austauschen. Dann schaue ich mir den Bremshebel danach an, dass der irgendwie wieder zurückfedert schön. Da ist wahrscheinlich die Feder irgendwie gebrochen oder so. Und zu guter Letzt gucke ich mir den Kickstarter an, nur dass der vernünftig montiert ist. Ja, das war es im Grunde. Das sind 5 Sachen, 5, 6 Sachen. 10, 15 Stunden wird das ungefähr dauern. Und gut
ist. Videos werden dann nach und nach folgen. Jetzt in letzter Zeit sehr unregelmäßig. Ich war krank eine Zeit und dann Stress und so weiter und so fort. Aber die Videos kommen definitiv. Aber erstmal, wenn es draußen ein bisschen wärmer wird, weil das Wetter ist momentan so kalt. Also ich fahre trotzdem mit dem Roller, solange es kein Glatteis gibt. Das Projekt mit der Aprilia ist abgeschlossen. Die Aufnahmen habe ich alle. Die werden jetzt nach und nach auch hochkommen. Und das war's dann jetzt auch erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.